Hallo, ich bin Nina Reitmeier und ich habe heute den ersten Band von Froststerne von Anna Fleck beendet. Und daraus lese ich euch jetzt einen kleinen Teil vor. Was ist das denn? Stotterte ich, mein Atem weiß und dicht vor meinem Gesicht. Durch das Dunkel des Parks schlängelte sich etwas am Boden entlang. Eine Spur aus kaltem, funkelndem Licht. Vielleicht fingerbreit. Lass uns abhauen, stieß ich hervor. Nein, warte, raunte Erik, in seiner Stimme die vertraute Abenteuerlust. Ich glaube, ich habe davon was gelesen. Das ist so eine Lichtinstallation. Die Eisblumenspur hatte sich verlangsamt, kroch jetzt nur noch voran. An ihren Rändern dampfte die Luft vor Kälte, ihr kristallines Glitzern geradezu hypnotisch anziehend. Eriks Gesicht glühte vor Aufregung, als er sich auf die Knie herabließ und eine Hand nach dem kalten Funkeln ausstreckte. »Das würde ich lassen«, murmelte ich und konnte trotzdem nur fasziniert zuschauen. Er hörte ohnehin nicht auf mich, berührte die Linie und... »Verdammt!« »Viel Spaß beim Hören. Ciao!«